Freunde, wieder mal sonntags, wieder mal eine neue Folge vom Kühnes Kochkanal. Letzte Woche gab es ja den Gyros Macaroni Auflauf. Heute machen wir noch einen Auflauf, und zwar einen Semmelknödel Auflauf. Viel Spaß beim Video. So Freunde, hier sind unsere Zutaten für unseren Semmelknödel Auflauf. Wir haben hier 8 Sandwichscheiben, geriebenen Emmentaler, Spitzkohl. Das ist aber nur ein kleiner, ein sehr kleiner. Ja, das reicht doch hin. Des Weiteren brauchen wir 250 Milliliter Weißwein, 100 Milliliter Milch, Creme Fraiche, zum Würzen ein bisschen Zucker, Salz und Pfeffer. Hier haben wir Butter zum Anbraten, eine Zwiebel, 2 Eier, Schnittlauch, Baconstreifen und Champignons. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in unserer Infobox. Nun schwitzen wir unsere Zwiebel an. Ich nehme die Hälfte von unserer kleingeschnittenen Zwiebel. Ja, na, das Fett war noch nicht heiß genug, aber die es Butter. Wird. Ja, die Butter ist auch Fett. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ja, deswegen machen wir jetzt hier einen Schnitt, und wenn wir uns weiter so, wenn wir so weit sind, melden wir uns natürlich. Die Zwiebeln sind in blasig gebraten. Ich gieße die 100 Milliliter Milch auf. Ihr seht, sie sind sogar schon ein bisschen braun, die Zwiebeln. Aber ich denke, das macht nichts. Nun lasse ich die Milch nur etwas aufkochen. Das fängt schon an. Und dann kann sie vom Herd runter. Und die Zwiebel, Milchmasse gebe ich nun zu unseren Brötchen, Semmeln, genau. Dazu kommen jetzt noch ein paar Schnittlauchröllchen, nur Viertelpackung. Das lasse ich etwas stehen. 2 Eier kommen noch dazu. Und das verrühre ich jetzt nun gleich und verarbeite es zu einem Kloßteig. Und wenn ich das Ganze vermengt habe, sehen wir uns wieder. Jawohl. Aus dem Kloßteig forme ich nun Klöße. Es ist ja auch Kloßteig. Bin mir nicht sicher, ob der nicht zu weich ist. Eventuell müsste vielleicht noch ein bisschen Paniermehl rein. Mal schauen, aber ich denke, ich kriege Klöße hin. Auch geht. Ja. Und wie gesagt, ich nehme mir immer so 2 gute Teelöffel ab und forme die in meinen Händen. Ein bisschen schmatterig, aber es geht. Unsere geformten Klöße ziehen nun ca. 10 Minuten in kochendem Salzwasser. Übrigens, wir hatten vergessen, den Kloßteig zu würzen. Da kommt noch Pfeffer und Salz rein. Das Ganze habe ich halt nochmal gemacht. Aber ihr seht, unsere Knödel sind nun im Wasser. Nun lassen wir unseren Speck in der Pfanne auf. Die Pfanne ist richtig schön heiß. So, jetzt kommt unsere restliche Butter dazu. Oh, so weich.
steht zu lange draußen. So, und unsere Champignons kommen rein. Na, hätten wir sie doch schneiden sollen, aber ich finde die ganz schöner. Und vor allen Dingen schrumpfen die sowieso zusammen. Ja, denn. Die schmoren wir jetzt schön an und dann melden wir uns wieder. Unsere Pilze sind schon wie angekündigt sehr klein geworden. Jetzt kommen noch unsere restlichen Zwiebeln dazu. So, die können auch etwas anschmoren. Und unser Spitzkohl, der kommt dazu. Ich habe jetzt nur einen halben Kopf noch davon genommen. Aus dem Rest gibt es einen Krautsalat für heute Abend. Der kann jetzt schön mit anschmoren. Ich denke, das Ganze wird so 5 Minuten wird's dauern. Bis der richtig schön mit angeschmort ist und dann geht's weiter. So, unser Kraut wird nun gewürzt mit Pfeffer. Das sollte reichen. Und Salz. Und das Ganze löschen wir dann mit unserem Weißwein ab. Wow. Der kann jetzt etwas einreduzieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Unser Weißwein ist nun etwas einreduziert. Nun gebe ich das Creme Fraiche dazu. Das ist ein ganzer Becher auf jeden Fall. So, wenn ich alles raus habe hier. So. Das lassen wir jetzt noch 2 Minuten köcheln und dann sehen wir uns zum Schichten wieder. Unsere Kohl. Pilzmischung kommt nun in eine Auflaufform. Na, so. Und darauf verteile ich nun unsere vorbereiteten gekochten Semmelknödel. Drück sie so ein bisschen rein in die Soße. Fällt gar nicht alle runter, wa? Das kriegen wir hin. Ach, sollte Platz genug sein. So, hier hinten noch ein. Ist heiß. So. Und nun bestreue ich das Ganze noch etwas mit Edamer-Käse. So, und ich streue gleich daneben auch wieder. Das ist nicht so schlimm. Nö, ich mache ja dann sauber. So, und nun geht es gleich für 20 Minuten ab in den Backofen. Bei wie viel Grad? Bei 175 Grad Umluft. Umluft, okay. In der Zeit gehe ich raus und mache unsere Beilage fertig. Das wird heute ein Schweinefilet sein. Bis denn. Freunde, kurzes Fazit. Semmelknödel werden auf jeden Fall jetzt immer selber gemacht. Kommen an die gekochten natürlich gar nicht ran. Total leckere Sache. Und ihr habt ja gesehen, wenig Aufwand, aber dafür 1A Ergebnis. Ja, das Kraut hat einen leichten Sauerkraut-Touch gehabt mit den Pilzen zusammen, aber total lecker. Und ja, dazu gab es das Schweinefilet. Das war in diesem Fall heute nur die Beilage. Also ich kann euch das wärmstens empfehlen. Ist schnell gemacht. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts.
Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Tschüss!